Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge stelle ich euch die Projektvorlage oder das Projekttemplate für ein flexibles Routing vor. Ich habe das bei mir Pre-Master Listen genannt. Das gesamte Konzept habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, nämlich in dem Video zu Collaboration und Audio Routing. Und da dachte ich mir, ich stelle jetzt einfach mal so ein Projekt-Template oder eine Vorlage jetzt einfach mal komplett fertig zum Download und erkläre dir nochmal so in aller Kürze. Wer die Details wissen möchte, der schaut sich einfach nochmal das andere Video an. Den Link dazu findet ihr in den Infokarten oder auch in der Videobeschreibung. Aber legen wir doch einfach mal los. So, in dem anderen Video habe ich ja schon mal erklärt, was so ein Sinn und Zweck dieses Templates ist. Nämlich, der Sinn und Zweck ist das, dass ich im Prinzip zwei Outputs habe, nämlich einmal den Listen und einmal den Master Output hier unten, beziehungsweise wenn ich mit der Tabulator-Taste umschalte und das hier alles mal schön zusammenklappe, dann habe ich hier hinten einen Effekt-Track und einen den Master-Track. Und was ich machen möchte, ist, dass ich zum Beispiel den Master-Track verwenden kann, um einfach mein Audio zu exportieren oder mein Audio in Jam-Sessions oder Collaboration-Sessions über Netz oder irgendwie in andere Kanäle, andere Interfaces schicken zu können. Und mit dem Listen-Kanal kann ich einfach die Lautstärke von meinem Kopfhörer regeln. Und das hat noch ganz andere Vorteile, die ich in dem anderen Video noch erklärt habe mit den verschiedenen Lautstärken. Das soll es jetzt einfach nochmal so zur ganz groben Geschichte sein. Also sprich, ich will einfach zwei Outs unterschiedlich bedienen und das von Bitwig innerhalb steuern. So, jetzt schalte ich nochmal um mit der Tabulator-Taste und dann sieht man hier schon mal zwei Gruppen. Das eine habe ich Headphone genannt und das andere Track Pre-Master. Und Track Pre-Master ist im Prinzip ein ganz normales Projekt-Template. Da sind Spuren angelegt, wie ich die normalerweise anlege. Das macht jeder ein bisschen auf seine Art mit der eigenen Farbmarkierung und so weiter. Bei mir ist es halt immer ganz oben die Stimmen, dann kommen irgendwelche Effekte, dann kommen Keys, Leads und Pads, dann kommt der Bass, dann kommen die Drums. Und unterhalb der Drums natürlich dann die Effektspuren und das ist bei mir alles in einer einzigen Gruppenspur. Das heißt, alle Tracks hier gehen erst in deren Gruppenspur und von dieser Gruppenspur dann, das sieht man hier in dem Inspektor nochmal, in den Track Pre-Master. Und von dem Track Pre-Master geht es dann in den Master und noch eine Abzweigung hier auf den Listen Effektbus auf den hier unten zusätzlich. Das heißt, das Signal wird aufgeteilt, einmal den Master und einmal den Listen. Und bei dem Listen-Bus kann ich dann mit der Lautstärke rumspielen, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf andere Mitspieler oder eine Auswirkung hat, wenn ich das Audio dann exportiere, dass ich aus Versehen vergessen habe, den Regler hochzuziehen. Und ich kann halt dadurch, dass das eine Softwareregelung ist, kann ich den halt direkt auf eine bestimmte Lautstärke einstellen. Hier ist das 0 dB, sieht man hier unten in der Statusleiste, wenn ich mit dem Mauszeiger hier drüber gehe, steht das hier unten 0 dB. Und dann kann ich immer exakt die gleiche Lautstärke hinpacken. Details, wie gesagt, sind in dem anderen Video. Vielleicht einfach nur zu dem Template, warum zwei Tracks. Das eine ist, wenn ich hier drin etwas spiele, zum Beispiel wenn ich irgendwo jamme oder mit irgendjemandem kollaboriere und wir sind da gemeinsam am Tüfteln und jeder will so für sich gerade irgendwie mal was ausprobieren und einen Sound suchen und den anderen nicht damit nerven. Dann gibt es zum Beispiel diese Headphone-Gruppe. Diese Headphone-Gruppe, die sieht man hier in dem Inspektor, die geht ins Nirgendwo. Die geht nicht auf den Master, die geht nirgendwo hin. Die wird hier nur auf den Listen-Bus oder Listen-Effekt-Track gesendet und die kommt dann nur in meinem Kopfhörer an, aber halt nicht bei meinem Gegenüber. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach irgendwelche Instrumente, Audios oder sonst was hier reinladen, kann wild in vollster Lautstärke drauf rumspielen. Das kriegt keiner mit. Ich mache das mal, dupliziere den mal und lade mir hier jetzt zum Beispiel einfach mal so schnell einen Polysynth rein. Und wenn ich hier jetzt so spiele, dann hört ihr zwar die Tasten schlagen und seht, dass da irgendwas passiert, aber ihr hört nichts. Weil mein Output jetzt mit OBS verbunden ist.
So, und gefällt mir jetzt der Sound, den ich da habe. Vielleicht nehme ich da jetzt einfach mal irgendwie einen anderen. Einfach mal so randommäßig. Und gefällt mir jetzt einfach der Sound, dann ziehe ich den einfach hier runter auf die entsprechende Spur. Und Bitwig geht automatisch hin und schaltet dann bei dieser Spur hier im Inspektor, sieht man das, geht der Output hier auf Keys, Leads und Pads. Also hierhin und der geht dann auf den Track Premaster und der Track Premaster geht auf den Master. Das heißt, wenn ich jetzt hier spiele, hört ihr das? Gefällt mir das nicht, kann ich den wieder rausziehen von mir aus, kann dann hier so vor mich hinspielen und ihr hört dann auch wieder nichts. Der Weg ist wahrscheinlich eher selten. Eher ist, dass ihr irgendwas ausprobiert und dann während einem Jam einfach hier reinzieht, weil jetzt das richtige Instrument da ist. Und dann könnt ihr einfach weiter jammen. Beziehungsweise ungestört jammen und die anderen können ungestört jammen. Oder kollaborieren oder wenn man halt da irgendwie was ausprobieren möchte oder sowas in Dreh. So, das ist der Headphone-Track. Der Nutzen des Headphone-Tracks. Und bei dem Track Premaster habt ihr ja schon gesehen, also der geht in den Master und in den Listen Bus und da wird es eben geteilt und ich kann eben Kopfhörer und Out nochmal voneinander trennen. So, und jetzt habe ich hier ja schon mal einiges vorbelegt in den verschiedenen Gruppen. Hier bei Vox, also alles, was mit Stimme zu tun hat, ein Audio-Track und ein Instrument-Track, die sind beide leer hier. Und die habe ich, solche Tracks habe ich in jeder Gruppe angelegt. Einfach aus dem Grund, dass ich hier einfach schon mal einen farblich vordefinierten Kanal habe, beziehungsweise zwei. Ich brauche mir hier einfach gar nicht zu merken, welche Tastenkombination ich drücke oder muss hier gar nicht irgendwie auf das Menü hier gehen, sagen, ich will eine neue Audiospur, ich will eine neue Gruppenspur oder irgendwie sonst was, sondern ich gehe einfach hier auf die Spur, drücke Steuerung D und dupliziere mir das einfach und habe dann schon die gleiche Farbe. Oder ich mache das halt mit Rechtsklick und gehe dann hier auf Duplizieren und habe dann wieder einen Track. Das ist das Geheimnis der jeweiligen zwei Spuren hier drinne. Die wiederholen sich dann auch immer oder fast immer. Hier habe ich zum Beispiel noch eine Instrumentspur, weil ich bei den Keys und Leads extrem selten Audio nehme. Da habe ich, wenn ich Audio nehme, dann einen Sampler drin und keine Audiospur. Und da habe ich jetzt aber zum Beispiel schon welche vorbelegt. Da habe ich einen aktivierten Polysynth. Das ist das einzige Element, was hier aktiv ist. Dann gibt es einen Polymer, der ist hier deaktiviert. Den kann man hier im Inspektor aktivieren oder direkt auf dem Instrument Alt-A, dann wird das aktiviert. Dann ist ein Phase 4 drin und Surge XT zum Beispiel auch deaktiviert. Beim Bass genau dasselbe, leerer Kanal, dann ein Polysynth, ein deaktivierter, Phase 4 ein deaktivierter, bei den Drums auch wieder ein leerer Kanal, dann Head, Snare und Kick, das ist so das Häufigste, was ich habe. Und ich habe euch angelogen, hier sind die Kicks auch nochmal aktiviert, weil ich die auch relativ häufig benutze. Und dann habe ich hier einfach zwei Effektkanäle, wo schon mal irgendwie Delay 1 und Reverb drin ist und einfach nur ein Reverb und die sind auch alle erstmal deaktiviert. Und das ist im Prinzip schon das ganze Template oder die ganze Vorlage, geladen wird das hier mit dem Polysynth aktiv, damit man sofort irgendwie loslegen kann. Und was ich zum Beispiel mache, das seht ihr jetzt gerade nicht, deshalb schalte ich mich jetzt gerade mal aus. Und zwar hier unten bei den Project Panel habe ich hier schon mal zum Beispiel für die ganzen ID3-Tags, für MP3, für FLAC-Dateien oder was auch immer, schon mal alles vorbelegt, irgendwie mit den Infos, die ich da normalerweise reinschreibe. Da sind ja relativ viele Sachen doppelt und auch hier unten kann man ja eine ganze Menge an Notizen reinschreiben. Das nutze ich, wenn ich kollaboriere, sehr, sehr intensiv, wo ich dann immer pro Session quasi kurz notiere, was wir gemacht haben oder wenn mir was einfällt für die nächste Session, schon mal ein paar Notizen reinmache, was man da noch machen sollte. Und das fülle ich da schon mal so ein bisschen alles aus, dass ich hier einfach Standardwerte habe, sodass, wenn ich irgendwas exportiere, eigentlich hier nur noch den Titel eintragen muss und meine MP3s sind sofort ordentlich getaggt mit Titel, Künstler, Album, Autor, Jahr, Produzent, Genre, muss ich halt dann überlegen, was für ein Genre ist. Aber so, dass ich das halt nicht jedes Mal aufs Neue schreiben muss. Das heißt, wenn ihr das ausfüllt hier, und jetzt schalte ich die
Kamera wieder ein. Dann geht ihr einfach, also wenn ihr das die Vorlage runterlädt und öffnet, dann geht ihr einfach hier hin, sagt dann einfach sichern als Vorlage. Dann könnt ihr auch was Eigenes hier eintragen, völlig egal. Hier unten vielleicht nochmal so ein bisschen, entweder das stehen lassen oder nochmal eine zusätzliche Erklärung rein, wenn es irgendein besonderes Template ist. Und dann auf OK gehen. Und dann ist das alles so gespeichert, wie ihr das hier so organisiert habt. Auch hier mit der Ansicht hier ungefähr. Mir springt immer noch der Play-Cursor hier vor, ich weiß nicht warum. Und beim nächsten Laden, wenn ihr jetzt User, meine Vorlagen, steht dann hier Pre-Master Listen. Und den öffnet ihr einfach. Jetzt habe ich natürlich das, war doch in New. So, und dann öffnet der sich hier auf dem Polysynth. Und hier unten, beziehungsweise hier drüben, haben wir dann einfach schon die vorausgefertigten Werte. So, das ist einfach nur, um so ein paar Sachen einfacher zu machen, schneller zu machen und eben auch schon mal so ein bisschen vorbereitet zu sein oder dass man so für seinen Standard, wie legt man los, eventuell schon mal so eine Vorlage hat. Die muss nicht so ausführlich sein, die kann so ausführlich sein, die kann auch noch wesentlich ausführlicher sein. Ihr könntet ja theoretisch auch tausende von Kanälen anlegen mit allen möglichen Plugins, die ihr am Start hat oder Synthesizer oder was auch immer. Wichtig wäre dabei einfach nur die grundsätzlich erstmal so alle zu deaktivieren. Weil wenn Bitwig so ein Projekt lädt, dann lädt es auch alle aktivierten Devices und alle nicht aktivierten, die werden quasi einfach nur erstmal angezeigt, aber die werden dann erst geladen, wenn ihr sie aktiviert. Das heißt, solltet ihr eine Projektvorlage mit 30.000 Plugins machen, dann ist es, seid ihr gut damit beraten, die alle zu deaktivieren bei der Vorlagenabspeicherung, weil ihr werdet vermutlich nicht immer alle 30.000 Plugins auf einmal benutzen. Und das Laden der Vorlage dauert dann einfach wesentlich kürzer, wenn ihr sie deaktiviert habt. Wenn ihr großer Kaffeetrinker, Trinkerin seid, dann könnt ihr die natürlich alle aktivieren. Dann kann das schon sein, je nach Rechner, dass es sehr, sehr lange dauert, bis dann eure 30.000 Plugins am Start sind. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt Spaß mit der Vorlage, ladet sie runter und ich würde mich freuen über ein bisschen Feedback, wenn ihr mir sagt, okay, habe ich einfach so übernommen, macht für mich Sinn oder nee, habe ich ganz anders irgendwie gemacht. Schreibt mir das in den Kommentare, sagt mir Bescheid. Ich freue mich immer über Feedback und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.